Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3 mit mir, den Simon. In der letzten Folge hatten wir einen PvP-Fight, einen ziemlich coolen, und haben einen Engel getötet. Der Todesengel, quasi. Ich habe jetzt zwei Wege zur Auswahl, wo ich runterfallen kann. Point of no return quasi. Ich glaube, hier hinten ging es gar nicht. Weiß ich, hier sind ja nur unendlich gespawnt, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Die Viecher nerven mich ein bisschen. Warum spawnen die unendlich hier? Muss da einen Grund haben, oder? Ich wollte hier nur noch mal ganz kurz einmal. Ganz kurz, ob ich irgendwas übersehe. Nur um sicher zu gehen. Unsichtbare Wand. Ich wusste es! LOL! Ich wusste es. Ha! Ich bin so gut, ey. Da stand nicht mal eine Nachricht vor. Das ist wahrscheinlich die allererste unsichtbare Wand in meinem Leben, die ich gefunden habe. Oh oh. Ich glaube, der hat seinen Todeszauber gemacht. Oh, whatever. Okay, alles klar. Aua. Alter. Und runter. Ich glaube, ich habe den Zauber davon bekommen. Den die selber gerade gemacht haben. Silberner Schlangenring, Alter, plus 3. Einfach mehr Loot wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Okay, cool. Wir haben übel viele Seelen. Ich hätte gerne einen Leuchtfeuer. Also, das sieht mir so aus, als wäre dieser erste Weg, da den wir gefunden haben, der richtige. Weil dass das hier eingestürzt ist, ist ja schon, da muss man ja erstmal finden, ne? Ist schon ein bisschen offensichtlich, aber schon ein bisschen optionaler als das andere, finde ich. Also würde ich hier lang. Ich entscheide mich für diesen Weg. Ich muss mal nachschauen, ey. Habe ich einen Schlüssel bekommen in der letzten Folge? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mehr auf die Items achten, die ich bekomme. Die Tanitscholle bis zur höchsten Stufe. Ich glaube, meine Waffe ist aber höchste Stufe, oder? Plus 5 sieht mir danach aus. Ich muss unbedingt meine Seelen safen. Aber wir haben was. Was haben wir gerade nochmal? Ach ja, den Zauber. Haben wir, oder? Große Seelendemons. Feuert große dunkle Seelen. Seelendemente ab. Ich habe 3 Zauber. Wow. Tja, jetzt habe ich einen coolen Zauber, den ich niemals benutzen werde. Ist das die Seelendemente? Ist das das, was der da gerade macht, oder? Was ist das? Oh, lol. Alter, ey. Holy shit. Langsam nervt das ein bisschen. Das wird auch immer mieser. Die verstecken das immer krasser. Zeit für springen? Nein, danke. Oh. Oh, da ist ein Fetter. Oh, lol. Wie konnte der mich verfehlen? Schon wieder einer von oben, ey. Wird verrückt. Die Typen nerven hart. Unsichtbare Mauer? Wand? Whatever. Anscheinend nicht. Was ist das hier? Warum kann ich hier lang gehen? Weil da unten komme ich ja jetzt sowieso zu dem Fetten. Das hier ist Quatsch. Ist wirklich der Plan, auf den hier zu droppen? Wollen die das von mir? Wo ist er denn da? Alter, das wird schwer. Ah! Das hat... Ah, alles klar. Huh. Oh Gott, wie viele von diesen Viechern sind. Das ist voll der Sumpf, Alter. Gut, dass der Große gerade Quatsch gemacht hat. Der ist so krass, ey. Das Gebiet hier ist auch gerade echt nicht optimal in dem Fighten. Oh Gott, das hat er übel verkürzt. Alter. Wie schnell er auch angreift. Das ist mega nicht optional. Ich will nicht da in das Zeug gehen.
Kommt er mir nicht nach? What? Okay. Hier ist wahrscheinlich wieder Zeit für Springen. Oh lol, da ist der große Baum. Heimatknochen? Wage den Sprung, du wirst nicht sterben. Ja, diesmal schreiben sie es sogar. Das ist dieser große Baum. Weißt du, was ich voll vergessen habe? Am Anfang von diesem DLC sind wir einfach im Schneegebiet gewesen. Das habe ich schon voll vergessen wieder. Warum macht er nichts? Bist du kaputt? Der ist ja voll übel kaputt. Voll krass, wie der gewartet hat. Ich habe das Gefühl, der ist größer als der andere Fette, den ich schon mal gefightet habe. So, einfach spammen. Ah, es klappt. Lol. Hätte ich gar nicht mal so krass gedacht, aber gut. Der besteht so ein bisschen aus Holz. Ob das mit diesem großen Baum was zu tun hat? Bei dem ich mich schon mal gefragt habe, ob wir da überhaupt hinkommen. Scheinbar ja. Das hier ist gar nicht, wo wir... What? Ich laufe die ganze Zeit rum und jetzt... Alter. Und jetzt spawnt er. Okay, da wäre ich sonst runtergegangen. Ja gut. Alles klar. Dann trauen wir mal der Nachricht. Es wäre natürlich geil, wenn die mich jetzt verarschen würde, aber ich glaube nicht dran. Das ist so eine Mühle oder sowas. Meine Kamera. Ich bin genau auf den Punkt gesprungen. Cool. Okay. Wurden wir hier nicht hin teleportiert oder sowas? Nee, warte, das war einfach da. Doch, wir wurden teleportiert. Wir haben uns doch irgendwie hingekniet. Und trotzdem, oh lol. Die Typen, das sind diese kleinen Zwerge. Die Windmühle. Aha. Das ist der Baum, aber wir wurden doch hin teleportiert, oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, weil der Baum, den kenne ich aus dem Wintergebiet, ne? Oh, da ist ein Leuchtfeuer. Lol, das liegt da. Das steht aber ganz schön random. Okay. Das ist ein sehr cooles Leuchtfeuer. Oh, da ist ja die Hülle wieder. Das ist ein sehr offenes Leuchtfeuer, muss ich sagen, Alter. Ich sollte auf jeden Fall dran rasten. Herrasten. Ich habe gar kein Essos-Flas mehr. Und ich habe 100.000 Seelen. 100.000. Hatte ich schon mal so viele? Bestimmt, oder? Hey! Hey, erinnert sich an mich. Naja, ich glaube, ich bin letztes Mal gestorben. Okay. Die umringte Stadt wieder voll Werbung für die umringte Stadt macht. Don't mind me. You needn't worry yourself with this nonsense. I just wanted to tell someone. And I'm sick of old Humpty. Oh. I should stay quiet. Die alte Bucklige nervt. I'll make it up to you. Oh. By letting you in on a secret of sorts. Oh, nice. Past here, you'll find the remains of a giant earthen tower. Halbversunken im giftigen Sumpf. Poisonous swamp. Not a very nice place to visit. Only Im Sumpf. Oh Gott, wir kommen in den Sumpf. In the thick of the swamp. I didn't have any use for it, you see. So, sorry, I left the whole package behind. Okay. If I get the chance, I could go fetch it for you. But if that's too long to wait, go nab it for yourself. I know who you are. A righteous warrior. Yeah. Yes? With a solemn duty to boot. Well, ich bin ein grab Krieger. That treasure. That's as good a duty as any. Krass. Okay. Also die alte bucklige Hexe meinte auf jeden Fall den Typen, die Frau, die mit der wir am Anfang hier gesprochen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Typ nur so tut, als wenn er nett wäre, weil es gibt ja ein... Oh mein Gott. What the fuck? Alter, ich habe nicht damit gerechnet. Und also es gibt ja oft diese Charakter in Dark Souls, die dich verarschen. Und ich glaube, in Dark Souls 3 gab es den noch nicht, oder? Der Typ, der einen runterschmeißt in Dark Souls 1. Den gab es ja in Bloodborne, gab es den. In Dark Souls 2 gab es den. Überall. Und was ich noch dazu kommt, der redet von einem krassen Schatz im Sumpf. Das lässt darauf schließen, dass er mich da verarschen will. Außerdem, dieses Ding hier ist aus Dark Souls 2 die Windmühle. Und diese Viecher kommen ja auch aus Dark Souls 2. Ich bin mir relativ sicher, dass das aus Dark Souls 2 die Windmühle ist. Und das würde auch ein bisschen, also es ist halt logisch, dass das geht, weil die.
Die haben ja davon gesprochen. Komme ich da hoch? Nee. Dass hier Trümmer der Welt sind und aus allen möglichen Epochen kommen hier einfach alle möglichen Trümmer zusammen. Also auch aus Dark Souls 2 halt, logischerweise. Das ist witzig, das ist ultra cool. Vielleicht sehen wir sogar noch Sachen aus Dark Souls 1 hier. Das wäre ja awesome. Sind die alle tot? Oh ne, sind alle am Leben. Oh Gott, das sind übelst dicke Viecher. Und der macht übel Werbung für das DLC The Ringed City. Finde ich lustig. Zack, zack. Was krass ist bei diesen, diesen Turm hier, da ist ja, wenn man den Boss hier besiegt hat, diese Giftschlange in Dark Souls 2. Das haben wir übrigens bei meinen, das habe ich auch Let's Play Dark Souls 2 mit, den Laurens. Könnt ihr euch anziehen, reinziehen, das Let's Play läuft sogar noch, weil ich, weil wir uns nicht so oft treffen können. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn man, bei den Turmen den Endboss macht, diese Schlange, dann fährt man mit dem Fahrstuhl hoch und ist dann in dieser Feuerwelt, was halt überhaupt gar keinen Sinn macht von der Ortschaft her. Aber die müsste, das müsste ja dann auch irgendwie da in der Trümmerwelt sein. Keine Ahnung, vielleicht ist auch einfach alles in der Trümmerwelt, wer weiß. Hallo, ich möchte gerne leveln. Ja, ja. So, alles wegskippen. Was brauche ich nochmal? Glaube, oder? Ein Level. Okay, vielleicht kriege ich noch die 12.000 Seelen. Ja. Ja, ja. Ich habe die Seele von der... Oh, was kann ich wohl für eine Waffe damit machen? Das muss ich mir auch noch angucken. Habe ich auch noch voll vercheckt. Okay, wir haben diese Waffe, die mich interessiert. Das war die Onyx-Klinge. Ja, dafür brauchen wir 15 Glauben. Genau. Das war doch... Die sah auch eigentlich gar nicht mehr so scheiße aus, oder? Ich glaube, Elfriedes Schwamm... Schwarzflamme. Ist die Special-Fähigkeit, okay. Irgendwie habe ich mega Interesse an der Waffe gehabt. Warte, wie viel? Ich hab's schon wieder vergessen, ey. Alter Schwede, bin ich vergesslich. 15, das heißt, wir brauchen noch 5 Level. Alter. Gehen wir mal zum kleinen König. Ach, das ist gar nicht. Ach, das ist der falsche. Scheiße. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir mit dieser krassen Seelen von den ultra nice Boss machen können. Ist das hier? Jetzt aber richtig, oder? Ja. Wandlung. Ja, warte, wo ist denn... Da. Rose Ariandels. Ist eine Peitsche. Lol. Fries Großsense. Braucht sehr viel Dexterity und ein Glaube mehr. Lol, ich glaube nicht genug. Elfriedes Haltung. Okay. Eine Peitsche. Es braucht noch mehr Glaube. Also mit einer Peitsche würde ich schon echt gerne fighten, Alter. Buffzauber. Ist das zum Zaubern? Nee, oder? Das hat ja gar keine Intelligenz. Oh, ich brauche dafür Intelligenz. Elfriedes Großsense, oder? Boah, ich nehme die Großsense auf jeden Fall. Ah, ich brauche noch einen. Aber ich kann mir das ja sogar leisten, ne? Habe ich jetzt eigentlich nicht gelevelt? Habe ich das abgebrochen? Habe ich, ne? Scheiße, jetzt habe ich mir das gekauft und jetzt brauche ich noch mehr, ne? Ugh. Warte, wo? Ich will zu meinen Seelendingern. Da will ich hin. Ich habe doch bestimmt ein paar gefunden da. Kampf ermüdeten Kriegers. 5000. Scheiße, das ist sehr wenig. Ich habe noch eine bessere, ne? Entmutigten Kriegers. 1 Million? 10.000. Ist eigentlich viel, aber ist nicht genug. Scheiße. Muss ich farmen außerhalb der Aufnahme? Obwohl, warte. Warum habe ich eigentlich wieder 100.000? Ja. Glaube, mir fehlen 7.000 Seelen. Ich brauche einen mehr, oder? Großsensor, wisst ihr? Trübe Handsichel. Dieser, den Dolch haben wir da auch gefunden, ne? Der geht voll auf Wissen. Da ist sie.
Ich brauche wirklich ein Glaube mehr. Das ist doch scheiße. Oh Gott, ey. Skaliert mit allen möglichen. Die skaliert fast mit alles. Aber B mit Dexterity halt. Eigentlich bin ich ja kein Dexterity Fighter. Boah, Stachelpeitsche, Alter. Voll geil. Schwarzes Haar der Hexe. Kann man auch als Peitsche benutzen. Dann habe ich die ganze Klauen waren im DLC. Mega nice eigentlich. Scheiße, wie kriege ich denn jetzt noch Seelen? Hilfe, ich brauche Seelen. Kann ich verkaufen? Kann ich sogar. Guck mal, die bringen 1000. Benutze ich sowieso nie. Was lohnt sich noch? Echt verkaufen. Die Dinger kann ich auch sowieso... Die kann ich gar nicht benutzen. Weil meine Waffe damit gar nicht skaliert. Ach so, ausgerüsteter Gegenstand kann ich nicht verkaufen. 3000, lol. Ich kann das scheiß Schwert verkaufen. Oh, Alter, ich bin ja eigentlich rich. Ich kann ja diese ganze Scheiße hier verkaufen. Ist die Frage, brauche ich die noch? Nee, oder? Oh, das kann ich auf jeden Fall verkaufen. Wie viele Seelen habe ich? Fehlt noch ein bisschen. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Oh, die ganzen Zaubersachen, alle weg. Ja. Das reicht, oder? Fast. Doppelte Sachen. Alter, wie viele... Oh, geht eigentlich... Ich habe gar nicht so unfassbar viele von diesen Sachen hier. Habe ich hier gar nichts mehr doppelt? Ich habe ja 5-8, das reicht ja schön. Boah, ich habe echt ein komplettes Sellout jetzt gemacht. So, glaube, glaube. Zack. Yay. Eigentlich wollte ich auf eine andere Waffe gehen, aber dafür die brauche ich auch Glaube, also in Ordnung. Ist in Ordnung. So, jetzt können wir uns die mal angucken, ne? Wir müssen die halt noch verbessern eigentlich. Das ist halt immer doof, dass man die Waffe, um die wirklich nutzen zu können, verbessern muss. Da ist sie. Wie die aussieht. Ganz schön schnell. Okay. Okay, cool. So, jetzt können wir mal gucken, was ich kann. Zweihändig ist halt immer so der Shit, ne? Okay. Special. Das ist doch die Haltung, oder? Oh. What? Ich muss es gedrückt halten. Oh mein Gott, wie cool. Ich muss das gedrückt halten. Das verbraucht gar kein Mana. Guckt euch das an, wie cool das aussieht. Alter Schwede, ey. Das ist ein Angriff. Wow! Was? Ich kann die Attacke? Oh mein Gott, wie awesome. Leider muss ich das halt dann zweihändig dafür halten. Womit kann ich die aufwerten? Ich werde mir das mal nochmal anschauen. Wir müssen auch mal ein bisschen was anderes machen. Alter, das ist ja übel awesome. Hammer nice. Bald ich mir auf jeden Fall im Hintergrund. Wenn ich die benutzen will, soll ich die aber bald mal benutzen. Weil lange wird ja... Die DLCs gehen ja nicht unendlich lange. Wobei, das geht jetzt schon relativ lange. Ne? Das ist ja immer noch das Erste. Gehe ich mal von aus, ne? The Ring City ist ja, das wird mir ja schon gesagt, wenn das anfängt, oder? Hoffe ich mal. Weil der Typ hat ja jetzt schon von The Ring City geredet, der da. Und der hat von Item geredet, was ich mir holen soll. Tja, hier ist der krasse Turm aus Dark Souls 2. Witzig, dass sie den hier nochmal eingebaut haben. Oh, nö. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wo ist dieser Sumpf, von dem er geredet hat? Gott, das ist ja voll das Battlefield hier. Muss man. Oh Gott. Der greift alle an. Oh lol. Oh, der bewegt sich. Hurra für Schützenposition. Soll ich den hier abballern oder wie?
Kann ich da rein? Oh, hey Leute. Lol. Wie ihm das Damage gemacht hat. Zack. Zack, zack. Ich will da eigentlich gerne rein. Irgendein Gewand bekommen. Okay, okay, ist gut. Ich bin ein großer Freund von Erkunden, aber hier sieht es ein bisschen, hier ist es gerade, hier wird es mir gerade echt schwer gemacht. Boah, das ist so awesome, dass man diese Attacke machen kann. Guck mal, wie der da jetzt steht. Es ist wirklich unfassbar awesome, dass man die Attacke von dieser Schwester Friede, Ariandel Friede oder wie die heißt, keine Ahnung. Dass man die machen kann, das ist einfach übel awesome. Diese Eisattacke finde ich richtig cool. Okay, keine Falle. Oh, hier ist der Sumpf. Da ist der einfach. Warte, wir sind ja gar nicht hier im Eisgebiet. Habe ich das Eisgebiet komplett verpasst, dass man da runter kann? Bin ich blöd? Okay, Gott sei Dank war ich da sicher. Ah, run. Die Folge ist eigentlich schon vorbei, aber... Alter, lol. Okay. Dafür opfere ich mein Leben hier? Scheiß Titanitbrocken. Oh Gott. Ah! Alter, kann auch Damage machen, der Typ, ne? Okay. Hier sieht ein guter Punkt aus, um die Folge zu beenden. Oh, lol. Hä? Die haben das da offen gelassen. So, ich würde sagen, ja, das nenne ich meine Folge. Ich bin echt hyped auf Dark Souls wieder. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich wieder eine Woche warten muss. Aber so ist es halt beim Let's Play. Dann werden die zwei Folgen, die ich immer aufnehme, werden halt dann richtig wertvoll und man hat richtig viel Spaß daran. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.